Wir haben heute unseren Ford Ranger Vorführer dabei und ich möchte euch ein bisschen was über die angebauten Teile erzählen. Das ist ein 2019er Extra Cab, wie man sehen kann. Also das ist ein Halbkabinermodell. Ja, wir werden ein bisschen über die Teile sprechen, die wir verbaut haben bei Taubenreuther. Fangen wir unten an. Wir haben verbaut ein Fahrwerk von ARB bzw. der Tochterfirma Oldman Emu. Das ist ein Begriff in Australien absolut bekannt. Absolute Spezialisten seit Jahrzehnten in der Fahrwerkstechnik. Und zwar haben wir hier die neueste Dämpfertechnologie verbaut, die BB51 Oldman Emu Dämpfer. Man kann gar nicht sagen, dass es der nächste Step nach dem Nitrocharger sind, weil es ist ein anderes Konzept. Das kommt mehr aus der Rennsporttechnologie. Das, was es mit den Nitrochargern gemeinsam hat, ist, dass es aufs Fahrzeug individuell abgestimmt sind. Die Dämpfer sind nicht irgendwo aus einer Serienproduktion, sondern es wurde alles individuell für dieses Fahrzeug gebaut und entwickelt. Zu der Dämpfertechnologie von den BB51. Das Besondere, viele Leute sehen den Ausgleichsbehälter. Das ist jetzt aber wirklich noch nicht die Besonderheit, sondern das Besondere ist, dass das Gehäuse der BB51 Dämpfer doppelwandig ist. Und das ist ein sogenannter interner Bypass. Das heißt, das Öl wird nicht immer nur durch das Hauptventil gezwungen, sondern es kann auch daran vorbeigehen durch diese Bypassleitungen. Was das bewirkt ist, dass wir in der normalen Position, in der wir normal fahren, ein wahnsinnig angenehmes und sanftes Fahren haben. Und sobald wir einen Schlag bekommen oder das Auto sich zur Seite neigt, die Dämpfung straffer wird, aber sehr langsam und angenehm. Unser Fahrwerk legt das Fahrzeug 50 mm im Ganzen höher. Circa Pi mal Daumen, es kommt ein bisschen aufs Fahrzeug und aufs Gewicht an. Man hat auch ein bisschen Spielraum. Wir haben jetzt hier vorne auch Stoßstange und Seilwinde verbaut. Darauf gehen wir ein. Hat der Ranger keine Stoßstange, keine Seilwinde dran, bekommt er auch ein anderes Setup. Und das ist das Besondere. Wir bekommen Rennsporttechnologie, aber Rennsporttechnologie, die in einem Bolt-In-Paket für ein europäisches Fahrzeug ist. Mit Teilegutachten, mit allem drum und dran. Bei den BB51 Dämpfern hat man zudem die Möglichkeit, sowohl im Rebound wie auch in der Compression, also Zug- und Druckstufe, die Dämpfer einzustellen. Und so kann man auch auf zum Beispiel unterschiedliche Beladungszustände bei Reisen oder dann im Alltag halt ein bisschen offener, bei Reisen ein bisschen zugedrehter eingehen und sich das Fahrwerk perfekt individuell einstellen. Meist geht mit dem Fahrwerk auch eine Umbereifung bzw. ein komplett neuer Radsatz einher. Fast jeder, der das Fahrzeug höher liegt, möchte dann irgendwann auch andere Räderreifen haben, einfach auch um die großen Radhäuser zum Beispiel beim Ford Ranger perfekt auszufüllen. Und zudem bringt es natürlich im Gelände nochmal mehr Auflagefläche, wenn ich einen größeren Reifen mit anderen Abmessungen habe. Und ich habe halt auch noch ein bisschen eine Höherlegung über den Reifen. Das sind auch nochmal gut zu 1 bis 1,5–2 cm, die ich da rausholen kann, je nach Reifengröße, die ich verwende. Wir haben jetzt halt hier genommen die Felgen von Borbet. Einfach weil die von den Traglasten her perfekt waren für den Ford Ranger und auch noch genug Spielraum gelassen haben, auch für die Höherlegung. Und die BF Goodrich All-Terrain KO2 in 255 70 R18, weil wir das als perfekte Größe für uns hier erachtet haben und es einfach gut mit dem Auto und mit dem Fahrwerk harmoniert hat. Vorne am Fahrzeug haben wir eine Smartbar, Stealthbar montiert. Smartbar ist ein australischer Hersteller von Kunststoffstoßstangen und hat jetzt mit ARB auch diese Stealthbar entwickelt. Die Stealthbar ist gefertigt aus einem Polymerwerkstoff im Rotomolding-Verfahren. Es ist ein extrem interessantes Produkt, weil es sehr leicht ist. Das kommt vielen entgegen, weil Gewicht an den heutigen Fahrzeugen, Vorderachslasten, sind immer ein Thema gewesen. Zudem ist es natürlich deutlich fußgängerfreundlicher. Wenn irgendwas mal passiert, ist es Kunststoff, der geht zusammen. Wenn jetzt natürlich jemand sagt, okay, warum habe ich eine Stoßstange, wenn der Kunststoff zusammengeht? Der Kunststoff faltet sich normalerweise zu 95% wieder zurück in den Ursprungszustand. Also es ist ein sehr interessantes Produkt für die unterschiedlichsten Anwendungen. Was es auch besonders
vielseitig macht, ist, dass ich die Seilwinde verbauen kann. Im TÜV-Teilegutachten ist beides aufgelistet. Ich kann eine Seilwinde verbauen, ich muss sie aber nicht verbauen. Die Stoßstange wiegt die Hälfte von einer Stahlstoßstange, haben trotzdem viel mehr Schutz und ein viel robusteres Teil von einem und auch viel interessanteres Teil vom Böschungswinkel montiert als die Originalstoßstange. Haben aber ein nettes Thema, dass sie sagen, sie bringen ein zusätzliches, riesiges Gewicht mit vorne an das Fahrzeug, sondern es ist alles im überschaubaren Bereich. Ein weiteres Feature von der Stairspar sind die zwei Aufnahmen für die Scheinwerfer, für Zusatzscheinwerfer. Die sind extrem robust unterfüttert. Man hat also kein Flackern in den Scheinwerfern. Allein deswegen ist die Stoßstangenkonstruktion schon Gold wert. Wir haben in unserer Stoßstange natürlich eine Seilwinde verbaut. Und jeder, der uns kennt als Firma Taubenreuther, der weiß natürlich, welche Marke es sein wird. Es ist Vaughan. Und wir setzen schon lange auf diese Markenprodukte aus den USA. Verbaut ist die neueste Seilwinde, auch gleichzeitig die günstigste Seilwinde vom Haus Vaughan, die VR Evo Serie. Hier das 10S Modell. 10S, 10 steht immer für die Pounds, und zwar in Tausender Schritten, das heißt 10.000 Pounds, das sind ungefähr 4,5 Tonnen Seilwinde mit Kunststoffseil. Und wir haben uns bewusst für dieses Modell entschieden, weil es ein super Preis-Leistungs-Verhältnis noch mit reinspielt. Wer dann natürlich noch mehr haben möchte und noch eins drauflegen will, der können wir auch noch in den Bereich der Ultimate Performance Seilwinden gehen. Und da wäre es die Seon Platinum mit Fernbedienung und allem drum und dran, die praktisch das Topmodell von den Topmodellen darstellt. Also während wir von vorne uns von unten nach oben gearbeitet haben, arbeiten wir uns jetzt mal von oben nach unten. Und zwar starten wir mit unserer Rhino-Rack Plattform. Die ist die Rhino-Rack Pioneer NG. Rhino-Rack kommt aus Down Under, aus Australien. Ist eine in Sydney ansässige Firma. Sie prüfen auch alles in Down Under. Das heißt, sie fahren die ganzen Pisten, die ganzen weltbekannten Strecken, von denen wir auch gerne in Urlauben träumen, und schauen, ob das Zeug hält und funktioniert. Die meisten Produkte von Rhino-Rack sind bewusst Offroad-rated und wurden auch so getestet. Bei der neuen Pioneer NG gibt es zahlreiche Features, die am Anfang gar nicht auffallen. Bei der neuen Version haben wir es so, dass die ein bisschen maskuliner ausschaut. Die schaut ein bisschen kantiger, dicker aus. Tatsächlich wurden aber Windgeräusche nochmal reduziert. Wir haben hier vorne eine C-Schiene drin, an die kann man direkt LED-Bars montieren. Das hatten wir vorher nicht, da haben wir immer einen Lampenhalter gebraucht. Können die Kunststoffecken rausnehmen, können in der ganzen Plattform Kabel verlegen, das lässt es extrem sauber wirken. Könnte zum Beispiel auch hier Schalter integrieren, dass man, wenn man nach hinten raus ein Licht haben möchte, einfach den Schalter hier hat. Es gibt zahlreiche Versionen und das macht die Pioneer auf jeden Fall interessant. Zusätzlich haben wir natürlich eine extrem gute Beschichtung, hat die Pioneer aber schon immer gehabt. Und dieses ganze Zubehör von Rhino-Rack, was es halt für jeden individualisierbar macht. Ich kann wirklich sagen, ich mache Sport. Ich habe hier den Fahrradträger zum Beispiel drauf für Steckachsen. Ich habe hier eine Leiter an der Seite, die hilft mir, um das Fahrrad raufzutragen. Ich habe hier den Boxhalter für alle möglichen Arten von Kisten oder Staubboxen, der super schnell angebracht ist über diese C-Schienen. Ich habe hier einen Markisenhalter, der einen Versatz erlaubt. Da gibt es auch unterschiedlichste Versionen. Rhino-Rack versucht immer ein bisschen so das ganze Bild zu malen. Die machen sinnvolle Halter aufs Fahrzeug. Hier haben wir es jetzt auf unserem Muli-Rack. Aber sie versuchen einfach ein Produkt auf den Markt zu bringen, das sich einfach leicht handeln lässt, gut montieren lässt. Zum Beispiel habe ich hier bei denen auch diese neuen Maßeinheiten an den Seiten, die neuen Skalen, und damit kann ich den Querträger, die integriert sind in der Plattform, das ist so gemacht, damit die Plattform robust ist, aber auch wenn es zum Beispiel auf dem Fahrzeugdach ist, montiert ist, extrem niedrig montiert werden kann. Und mit den neuen Skalen, die da aufgemalt sind, kann ich auch die Träger perfekt in Position bringen. Was die Pioneer schon immer interessant und auch anders gemacht hat wie die meisten Trägersysteme. Die Pioneer ist nicht durchgeschweißt, sondern die hat hier diese Nylon Corners, wie sie sie nennen, also Ecken aus glasfaserverstärktem Nylon. Und die erlauben der Plattform, den Fahrzeugbewegungen, jedes Fahrzeug hat natürliche Bewegungen, mitzugehen. Was es eigentlich im Endeffekt macht, ist,
dass es sich nicht der Fahrzeugverbindung entgegenstellt, sondern einfach sagt, okay, ich gehe mit. Und das ist einfach das Prinzip, wo ich sage, das ist interessant, weil es kommt nicht zu unnötigen Verspannungen am Dach. Auch die Füße sind keinen unnötigen Belastungen ausgesetzt. Gerade dieser Fakt macht es interessant für alle Fahrzeuge, die im Offroad-Bereich eingesetzt werden, aber zum Beispiel auch bei den ganzen Bussen und so weiter. Weil auch wenn der Bus zum Beispiel auf dem Gehsteig fährt, hat er eine Verbindung und die macht die Plattform einfach natürlich mit, ohne dass er der Dachkonstruktion einfach so gut es geht entgegenhält. Sie ist flexibel. Und genau das erlaubt der Plattform einfach auch, dass sie die großen Lasten trotz ihres niedrigen Gewichts transportieren kann. Die Pioneer-Plattform wird natürlich normalerweise auf ein Fahrzeugdach oder auf ein Hardtop montiert. In dem Fall haben wir es montiert auf unser neues Muli-Rack-System. Das ist ein System, das wir bei Taubenreuther selbst entwickelt haben. Es ist im Endeffekt ein, wir nennen es Pickup-Träger-System, das die Ladefläche mit dem Dachgepäckträger verbindet. Das Muli-Rack ist ein extrem vielseitiges und individualisierbares Produkt, das wir jetzt neu auf den Markt gebracht haben. Ich habe zum Beispiel Zubehöroptionen wie drüben. Ich kann diese Einschubfächer, wo man den Kanister dranhängen kann, drauf machen. Ich kann oben wählen, ob ich jetzt zum Beispiel eine Plattform möchte, ob ich Querträger möchte. Ich kann die Teile zum Beispiel auch einzeln kaufen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, ein Baukastensystem zu machen, dass es den Kunden ermöglicht, auch sich selber vielleicht was zu konstruieren. Wir geben Empfehlungen und Ratschläge, wie es im Ganzen aussehen sollte oder was für Komponenten verwendet werden sollten. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, gerade auch für Firmen, vielleicht sich selbst was zu konstruieren oder was anders zu bauen. Insgesamt gibt es 4 Basissysteme. Einmal das hohe System für den 1,5-Kabiner, das hohe System für den Doppelkabiner. Was meinen wir mit hohem System? Das hohe System beschreibt im Endeffekt das System, das von hier bis hier ungefähr eingestellt werden kann. Und so ermöglicht es die Range, dass ich praktisch den Träger bündig mit dem Dach vom Fahrzeug setzen könnte. Oder wenn vorne drauf zum Beispiel auch ein Rhino-Rack montiert ist, den auch mit dem gleichsetzen könnte, dass beide Dachträger auf der gleichen Höhe sind. Das ist die Grundidee gewesen. Und wir versuchen, dass es bei allen Pickups diese Option bereithält, zu sagen, okay, ich kann entweder Dach hochgehen oder mit dem vorderen Träger bündig zu gehen. Und das Gleiche gibt es dann für den Double Cab auch nochmal, nur halt in einer kürzeren Variante. Wir haben bei dem Muli-Rack hier verbaut verschiedenste Sachen. Wir haben an den Seiten so ein bisschen eingebuchtete Fächer, wo man zum Beispiel die Rotopax-Kanister, die wir auch vertreiben, montieren kann. Wir haben hier an der Seite die flache Variante mit einer Platte, an der wir zum Beispiel hier auf der Seite die Bergeboards von ARB, die Tread Pro, montiert haben. Und bei dem System haben wir jetzt auch nochmal eine Seilwinde integriert. Die kommt hier der Haken raus. Das Muli-Rack ist jetzt natürlich nicht Ford-spezifisch, sondern wir haben versucht, ein individualisierbares System zu bauen, das aber an vielen Pickups montierbar ist. Es trägt dynamisch 100 Kilo, das heißt während der Fahrt trägt es die 100 Kilo und kann auch so belastet werden. Und statisch hat es 300 Kilo Nutzlast. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug steht, könnte ich zum Beispiel Dachzelt montiert und mit 2 Personen locker drin schlafen, ohne dass ich dieses Gewicht überschreite. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die hohe Version gesprochen, ist auch noch in einer flachen Version zu haben. Dann geht es knapp über der Ladeflächen 2 Querstreben, auf denen ich zum Beispiel auch Fahrradhalter und Co. montieren könnte. Hier haben wir noch unser Decksystem verbaut. Deck ist ein Hersteller aus den USA. Das ist ein modernes Unternehmen, das versucht hat, einfach dieses Thema mit den Schubladen nochmal komplett neu aufzugreifen. Sie haben aus recyceltem Kunststoff ein hochfestes Schubladensystem gemacht, das auch wirklich belastbar ist. Es ist mit 900 Kilo on top verteilt, belastbar als Nutzlast und mit 90 Kilo je Schublade. Sie wollen das System entwickeln, das wetterfest ist, ohne Hardtop verwendet werden kann und einfach einiges an sich aushält. Es ist wirklich Wahnsinn. Wir haben das, fahren das jetzt schon einige Jahre spazieren, auch in Privatautos. Egal, ob du Ski drauflegst, ob du
fast Zubehör drauflegst. Du kriegst einen Kratzer rein, aber er fällt nahezu nicht auf und es macht an der Funktion, an der schieren Funktion nichts. Das Auto auch noch mit einem Dampfstrahler am Abwaschen, alles möglich. Wir haben es in der normalen Version noch nicht geschafft, dass in den Schubladen irgendwas reinkommen ist. Bewusst fahren wir das ganze Jahr offen. In den Schubladen war es bis jetzt immer trocken. Was schön ist, die Schubladen waren weit aus und es gibt richtig klasse Zubehör für diese Schubladen. Wir haben hier zum Beispiel einen Deck-D-Koffer. Kann ich zum Beispiel mein Zubehör optimal verstauen. Wir haben bei diesem System halt im Endeffekt extrem viel Zubehör, mit dem man das auch noch für seine Nutzen anpassen kann. Wir haben Schubladentrenner, wir haben Ablassstopfen, wir haben Schlössersets und das macht die Schubladen einfach universell nutzbar. Schubladen im Pickup sind für mich Gold wert. Ich habe die in jedem Fahrzeug bis jetzt als Schubladensysteme gehabt, weil was bringt uns der größte Kofferraum, wenn man seine Ladung nicht irgendwie sichern und organisieren kann? Das ist immer das Problem, man nimmt kleine Sachen mit, aber man kann sie nicht wirklich gut verstauen. Und das Schubladensystem, zum Beispiel wie hier von Deckt, ermöglicht das einfach. Zudem ermöglicht es das, schwerere Materialien an sich heranzuholen, in die USA nennt es das Power Zone, einfach aufzunehmen und herzuziehen. Ne? Ohne dass man jetzt halt irgendwo reinkrabbelt, irgendwas sucht, irgendwie versucht, da inner was umzusortieren, auf Knien, vielleicht noch irgendwo im Nassen. Das ist das Schöne an Schubladen im Generellen. Richtig interessant ist die extrem unempfindliche Oberfläche, wo ich halt wirklich sagen kann, okay, ich wische drüber und es ist auch wieder sauber. Wir haben hier bei dem System für die EU-Pickups einmal eine große Schublade und einmal eine kleine Schublade. Mit den Ablassstopfen kann ich die Schubladen auch mal wirklich gründlich auswaschen. Die Schubladen sind extrem leichtgängig. Das Interessante ist, dass die auf richtig großen Rollen, ähnlich wie bei Inline-Skates, laufen. Und gerade wenn ich jetzt im Forstbereich unterwegs bin oder auch im Outdoor-Bereich unterwegs bin, beim Reisen oder in Wüste zum Beispiel, kann es sein, dass Sand oder Dreck verhindert, dass die Rollen noch sauber laufen. Bei dem System halte ich das für nahezu unmöglich. Seitlich sind die Schubladen über Abspannungen an die Originalzerösen fixiert. Man kann das zusätzlich nutzen, um zum Beispiel wie wir hier Bergegurte zu verstauen oder alles andere an Zubehör. Zwar ist das jetzt nicht absperrbar, aber für einfaches Zubehör kann man es gern nutzen. Der Verschluss ist ein bisschen brutal, aber es funktioniert nachhaltig. Hier haben wir auch noch die zusätzlichen Zürr-Möglichkeiten und Zürr-Schienen montiert. Und die gibt es perfekt passend zu jedem System. Die treffen nämlich nicht nur Plastik, sondern in dem System laufen auch Querprofile aus Stahl. Und in diese Stahlprofile werden die dann eingeschraubt. So, das war's jetzt mit der statischen Präsentation von unserem Ford Ranger. Ihr könnt uns gerne auf unserer Website besuchen, zum Beispiel www.taubenreuter.de. Da gibt es auch die österreichische Version davon. Ihr könnt unseren Verkauf kontaktieren unter verkauf@taubenreuter.de. Meldet euch bei uns, kommt persönlich vorbei, wir beraten euch gerne. Wir haben ein Team aus Verkäufern da, die euch gerne beraten. Wir haben das Werkstattteam jeweils vor Ort in Kulmbach in Deutschland und in Antering in Salzburg. Meldet euch einfach bei uns, wir helfen euch gerne weiter.